Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Okay. Bring mit. Wir treffen uns in einer Stunde. Danke. Wir sehen uns. Bürger von Haven Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Life is Strange True Colors im nächsten Kapitel. Und offensichtlich am Abend des Frühlingsfestes. Jetzt schauen wir uns hier natürlich erstmal wieder um. Nee, erstmal gehen wir uns umziehen, ne? Denn Alex hat wieder was Neues an. Schuschu! Das heißt, wir können uns nochmal umziehen. Mal schauen. Was haben wir denn hier so? Einmal eine nette junge Dame. Dann haben wir den Hotdog Man. Ja, auch ganz nett. Das T-Shirt ist auch ganz schick. Das hier gefällt mir gut mit dem Hotdog. Genau. Das mit dem Knutschemund, das gefällt mir ganz gut. Das ist auch süß. Ah, hier. Das ist das Reh aus Life is Strange, dem ersten Teil. Das finde ich fast am schönsten. Das oder den Knutschemund. Zwischen den beiden dürft ihr euch entscheiden. Knutschemund oder Reh. Reh, bitte. Okay. Ja, du bist, glaube ich, der Einzige, der gerade noch da, der gerade da ist. Deswegen liegt die Entscheidung heute bei dir. Froni will den Mund. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Ah, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Deine Stimme entscheidet. Oh. Ich kann mich nicht entscheiden, deswegen wollte ich das ja auf euch abwälzen. Ich finde beide schön. Aber da ich das letzte Mal schon nicht genommen habe, was Froni wollte, nehmen wir heute das, was Froni will. Genau, nämlich den Mund. Weil ich habe ja beim letzten Mal zu Froni gesagt, das nächste Mal nehmen wir das, was du möchtest. Und deswegen den Mund. So. Jetzt gucken wir uns hier trotzdem nochmal alles an. Einfach so. Willst du mein Date für das Fest sein, Shushu? Shushu. Was ist das hier für ein Brief? War das? Feanor ist zu gut für diese Welt. Ach, guckt mal, der Ethan, der hat uns einen Brief geschrieben. Lieber Alex, mach dir um mich keine Sorgen. Nach der Fahrt in den Süden mit meinem Papa fühle ich mich immer besser und wir haben viele Pläne für den Sommer. Er hat gesagt, wir können zelten gehen und Ultra-S'mores machen. Das sind S'mores mit Eiscreme obendrauf. Oh, S'mores, Leute, habt ihr schon mal S'mores gegessen? Ich sage euch, probiert das unbedingt mal aus. Geheimes Familienrezept. So, jetzt auch hier im Chat live dabei. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lilly. Hallo, liebe Froni. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Ja, das Lab war super. Du bist eine echt gute Badin und ich hoffe, dass wir das bald nochmal machen können. Ich habe schon viele Ideen, um deine Geschichte auszuarbeiten. Todesfeen. Danke, Alex. Ethan. Süß. Ja, wir haben ja beim letzten Mal erfahren, dass die Charlotte ihren Sohn hasst dafür, dass sie quasi, dass er quasi schuld ist. Du kleines, lebloses Objekt. Am Tod von Gabe. Aber ja, das Ding hebe ich jetzt mal noch nicht auf, weil ich glaube, dann geht's weiter. Gabes Notizen. Ich bin kurz davor, meine eigene Liste zu führen. Achso, das ist hier wieder diese Liste. Neue Bon für Kevin. Hm. Was? Scheiß richtigstellen Liste. Das ist ja auch gut. Was haben wir hier? Achso, das ist, ja genau, das hat man aber schon gelesen. So, möchte hier ungern irgendwas verpassen, deswegen, ich gucke hier wirklich nochmal alles an. Wichtig ist auch, USB-Stick mit solch wichtigen Daten nicht irgendwo nochmal sichern. Mhm,
Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Kann ja nur schief gehen. Da ist die Badenmütze. Alwyn, die Badin, wird erneut losziehen. Alwyn. Kann ich hier hoch? Der USB-Stick ist auf meinem Schreibtisch. Ja, liebe Alex, geh doch bitte. Darf ich? Hallo? Irgendwie wollte sie gerade nicht wieder ins Wohnzimmer rein. Ich habe in den letzten Wochen mehr gespielt als in den letzten Jahren. Fühlt sich gut an. Sag mal, hat das Fahrrad eine 8? Schon so ein bisschen. Ach so, das war ja genau. Sie war ja irgendwie Fahrradfahren mit den anderen. Mann, die letzte Ausgabe ist düster. Aber ich bin mir sicher, Ethan wird's gut gehen. Und da hat sie das Fahrrad geschrottet. Son of Lead, demaskiert, entfesselt, unaufhaltsam. Ist das der Comic vom Ethan? Nee, oder? Ist das der Comic vom Ethan? Bin mir gerade nicht sicher. Wann bin ich zu so einem Monster geworden? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Was war das denn? Ich kann immer... Ich denke, ich bleibe ab jetzt bei Minesweeper. Moment, ich wollte das zu Ende hören. Wann bin ich zu so einem Monster geworden? Wow. Was war das denn? Ich kann immer noch etwas von Charlottes Wut vorhin spüren. Ja, das war schon sehr krass. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Aber hallo, chinesisches Essen? Immer, oder? Es ist echt verlockend, mich damit die ganze Nacht einzuigeln, anstatt die Wohnung zu verlassen. The Sword of Dust and Daylight. Teenagers only. Alte Leute dürfen das Spiel nicht spielen. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager vortrinken wollte. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen. So geht's mir heute. Früher konnte ich ja viel trinken. Heute muss ich überlegen, ob ich den 20.15 Uhr Film noch schaffe, bevor ich einschlafe. Fröhliches Frühlingsfest, Gabe. Sieht aus, als wenn das Fest schon in vollem Gange ist. Ich bin echt aufgeregt. Also nicht, dass wir Fernsehen gucken, das wollte ich nur mal dazu sagen. Nein, wir gucken nicht Fernsehen. Wir haben, glaube ich, nicht mal einen Fernsehanschluss. Oh, guckt mal hier. Der Tradition zufolge schenkt man seinem Schwarm auf dem Frühlingsfest Rosen, also... Ich habe noch nie von einem Mädchen Blumen bekommen. Er guckt noch 20 Uhr. Tut mir leid, ich wusste nicht, wie viel dir an traditionellen Geschlechterrollen liegt. Ich gehe dann wieder zu meinem Butterfass und dem Zierdeckchen. Klappe. Du zuerst. Nein, wir gucken den 20.15 Uhr Film nicht. Das war jetzt nur so eine... Weil man ja so sagt, früher hat man diesen 20.15 Uhr Film dazu genutzt, vorzuglühen. Heute wäre ich froh, wenn ich den noch schaffe, bevor ich einschlafe. Nee, wir gucken nicht Fernsehen. Wir haben, wie gesagt, nicht mal einen Fernsehanschluss. Ich würde also, alles wir haben tun, schon einen, aber um der ist nicht wieder zusammenzubringen. Angeschlossen halt. Unser Fernseher ist nicht aktiv. Eines Tages werde ich den Kram hier aufräumen. Heute ist nicht dieser Tag. Doch, heute ist dieser Tag. Ja, diese eine Verzierung macht voll den Unterschied. Aber hallo? Lichterketten. Der Schlüssel zum Cozy Places Subreddit. Aha. Wie stehen die Chancen, dass deine Anleitung hier drinnen ist? Okay, ist offensichtlich nichts Interessantes. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Sei ruhig. Sei unbesorgt. Ich komme zu dir zurück. Ach, deswegen hat sie jetzt den Rock an, weil die Hose dreckig ist. Hat die nur die eine Hose? Das wäre schon schlimm. Ich wollte Jet von der Spüle erzählen, aber ich habe Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Na, warum denn nicht? Ist doch auch gut, wenn man das weiß. Spiel doch mal Hausflipper. Alex, Hausflipper, da lernt man voll viel. Ich kann jetzt zum Beispiel Heizungen montieren. Nein, Quatsch, ich glaube nicht, dass ich das kann, aber es scheint nicht so schwer zu sein, wenn man dem Spiel glauben kann. So, na gut, dann nehmen wir jetzt mal den USB-Stick. Eigentlich, liebe Leute, könnten wir uns mal die Erinnerungen angucken vom letzten Mal. Und hier gibt es auch einiges zu lesen. Das mache ich auch gleich noch. Erinnerung, jetzt weiß ich halt nicht. Was hatten wir denn schon? Den Riss hatten wir, den Meat-Check auch. Und ich glaube, das THC-Fruchtgummi hatten wir uns auch schon angeguckt. Wartet mal. Also das haben wir gelesen, das haben wir gelesen. Das haben wir auch gelesen.
Ja, das haben wir aber auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht gelesen. Kapitel 3. Es war ein Test, den er sich selbst auferlegte. Etwas Normales tun, ein Gefallen für eine Freundin, auf ihr Kind aufpassen, damit sie etwas erledigen kann. Das ist etwas, das man als Teil einer Kleinstadtgemeinde tut, oder? Und es würde nicht schaden, wenn er Punkte bei dem niedlichen Mädchen sammelt, dem die Apotheke gehört. Er mochte sie wirklich, schon damals. Es ist tatsächlich echt süß, welche mentale Akrobatik er abzog, um sich selbst zu überzeugen, dass er nicht total verknallt war. Aber in Wirklichkeit ging es darum, banal zu sein. Nur der Typ, der manchmal in der Bar arbeitet, nicht irgendein trauriger, verschissener Vagabund, der sich zwanghaft mit seiner geheimen Mission beschäftigt. Und einen Moment lang dachte er, er sei gut darin. Und das jagte ihm Heidenangst ein. Denn zum ersten Mal konnte er sich vorstellen, Papa aufzugeben. Es ist wie auf einem hohen Gebäude zu stehen und zu überlegen, wie leicht es wäre, zu springen. Du hast keine Angst, weil du es tun willst. Du willst es nicht tun. Du hast Angst, weil es so wenig Mühe kostet, von sicher zu unsicher überzugehen. Weil nur wenige Schritte zwischen dir und der verrückten Sache liegen, die du dir vorstellst. Was brauchte es, um meinen Bruder zu der Person werden zu lassen, die er schlussendlich war? Wenn das der Anfangspunkt ist, wie findet man einen Weg nach vorn? Tja. So, das war der Dollar. Dann hatten wir den Regenschirm. Moment. Nee, den haben wir auch noch nicht gelesen. Ich kann den Regen sehen, der auf den Grabstein prasselt. Der Stein wird mit jedem Tropfen ein wenig dunkler. Der eingemeißelte Name, Anne Lucan, Mutter und Ehefrau, tritt etwas stärker hervor. Ryan starrte ihn während der Beerdigung so lange an, dass er alle Bedeutung verlor. Nur Linien, die in einen teuren Stein gekratzt waren. Seine Mutter war mehr als ein Name, mehr als eine Mutter oder eine Ehefrau. Seine Mutter war der Grund, dass Ryan so tief fühlte, der Grund, dass er keine Angst hatte, sich jeder nerdigen Leidenschaft zu widmen, die seine Aufmerksamkeit erlangte. Es ist schwer, den neuen 10-Jährigen in dieser Erinnerung mit dem Typen zu verbinden, den ich kenne. Es ist schwer zu glauben, dass irgendwer sich nach so etwas wieder normal fühlen kann. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es glaube. Okay. So, dann hatten wir hier Rileys Brief. Das hatten wir schon gelesen. Das T-Shirt hatten wir auch gelesen. Da ging es um diesen Wettbewerb irgendwie. Das haben wir gelesen. Den Anstecker weiß ich jetzt gar nicht. Doch, das haben wir gelesen, aber das hier nicht. Okay, das war verdammt süß. Von dem Moment an, in dem Steph Well in die Augen sah, war die Katze ihre. All das Gerede davon, Pike anzurufen und zu versuchen, Wells Besitzer zu finden. Schwachsinn. Nicht absichtlicher Schwachsinn. Sie wollte diese Dinge wirklich tun. Doch tief im Innern wusste sie, diese Katze ist ihre neue, beste Freundin. Eine weitere Streunerin, eine launische Punkrock-Dame mit eigensinnigem Geschmack, was Menschen angeht. Ich bin begeistert, dass Steph eine Stimme für Babysprache hat. Wunderbares Material für Erpressungen. Okay, so, dann haben wir hier Jet. Das mit dem Helm haben wir auf jeden Fall gelesen. Das haben wir leider verpasst. Und die Bomberjacke noch. Niemand konnte sich erinnern, wer sich Höllentaucher ausdachte. Es war, als nahm der Name einfach Gestalt an, sobald Jet sein Team versammelt hatte. Es war der einzige Name, der es je hätte sein können. Bald waren sie mehr als nur ein Team. Es war eine Legende, die sie erzählten, während sie diese lebten. Eine Möglichkeit, ihre schmerzenden Rücken und mit Blasen bedeckten Finger in eine Geschichte zu verwandeln, in der sie die Helden waren. Wir haben so tief gegraben, wir wissen, wo der Teufel schläft. Natürlich wussten sie nicht, dass Jet sie retten würde. Nicht damals. Vielleicht bedeutet es etwas. Vielleicht muss man sich eine Geschichte über seine eigene Fähigkeit, ein Held zu werden, erzählen, wenn man je wirklich einer sein will. Ja, so, dann haben wir hier noch die alte Zeitung. Was? Ducky ist in einer Tontine. Was ist denn jetzt nochmal eine Tontine? Irgend so eine Vereinigung, ne? So eine Sekte. Nein, Quatsch. Ducky ist in einer Art Rentenversicherung. Ah, der Pott beläuft sich auf ganze 60 Mücken. Ich denke, er ist hauptsächlich ein Grund, sich alle 5 Jahre mit seinen Freunden aus dem Krieg zu treffen. Die, was?
Daegu-Keks-Jungs. Keine Ahnung, wo der Name herkommt. Vielleicht haben sie es sogar vergessen. Der Name genau wie die Treffen und die Tontinen hat sich über die Jahrzehnte von Halbernst zu fast ritualistisch gewandelt. Es ist eine Struktur, die sie auf ihre Beziehung anwenden, eine Zeremonie, die dem Einfluss der Zeit und Entfernung widerstehen soll. Es ist tatsächlich süß, wie die Kerle sich treffen und so tun, als seien sie sauer aufeinander, dass sie so lange leben. Tontinen bezeichnen in den verschiedenen Ländern Westafrikas wie etwa in Kamerun lokale Spar- und Kreditgruppen. Aha, okay. Ja, hier, wie sie schon sagt, eine Art Rentenversicherung sozusagen. So, die Terminkarte, weiß ich gar nicht, haben wir die gelesen? Ich glaube nicht. Es ist nicht so, als bewahre Diane Geheimnisse. Nicht wirklich. Es ist nur, was sagt man? Wie vermittelt man die Komplexität der Trauer, des Kummers, der Schuldgefühle? Wie fasst man es in Worte, dass man weiß, dass es dein Job ist, den Tod eines guten Mannes wegzuerklären und die Leute zu schützen, die ihn getötet haben? Sehr komplexes Wort, ja. Es ist gestört und es tut mir leid, dass sie leidet, aber wie kann sie so hoffnungslos traurig sein und trotzdem für Tithon eintreten? Ich kann mir die Art Mathematik nicht, ich kann heute nicht lesen, nicht vorstellen, die nötig ist, um das zu rechtfertigen. So, und dann haben wir noch die gepresste Rose. Es war ihr erstes gemeinsames Frühlingsfest. Charlotte fragte sich, wann sie aufhören würde, wegen ihm aufgeregt zu sein. Doch jedes Mal, wenn sie ihn sah, füllte sich ihr Herz mit Helium. Sie sagten nichts Ernstes zueinander an diesem Abend. Keine Versprechen von für immer oder Geständnisse, dass sie wahres Glück nicht kannten, bis sie einander trafen oder sonst so ein Zeug, das Leute in Schwarz-Weiß-Filmen zueinander sagen, während die Saiteninstrumente auf dem Soundtrack übernehmen und die Vaseline auf der Linse glänzt. Oh, es ist ein langer Satz, ey. Was zur Hölle? Sie taten einfach, was sie immer taten. Flirteten, machten Witze, ärgerten sich gegenseitig. Trotzdem war dies der Abend, an dem Charlotte wusste, sie wollte den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen. Das will ich ihr so sehr zurückgeben. Für andere Leute in der Stadt kann ich Analogien für ihren Schmerz in meinem finden. Ich weiß, wie ich helfen kann, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Doch Charlottes Schmerz ist einzigartig. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn mit meinem zu vergleichen, ist es, als versuchte ich ein Schloss mit dem falschen Schlüssel zu öffnen. Das ist echt ein guter und schöner Vergleich, finde ich. Wenn man irgendwas nicht nachvollziehen kann oder nicht greifen kann, ist das ein guter Vergleich zu sagen, es ist, als ob man ein Schloss mit dem falschen Schlüssel aufschließen will. Ja, so ist das halt, ne? So, und hier haben wir Charlottes Wut. Habe ich das schon vorgelesen? Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gar nichts mehr vorgelesen, ne? Ethan Freude. Ich weiß nicht, ob ich das... Das haben wir auf jeden Fall. Ethan haben wir, glaube ich, nicht. Ich schätzte, ich bin es gewohnt, dass es sich anfühlt, als verändere sich die ganze Welt, wenn ich jemandes Emotionen nehme. Aber was Ethans Freude mit Haven angestellt hat, wie sie die ganze Stadt mit in seine Fantasie gezogen hat, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich fühlte, wie Alex sich auflöste, sich häutete und darunter gab es nur Alvin. Es fühlte sich gut an, eine andere Geschichte auszuprobieren, sich an ein anderes Leben in einer anderen Welt zu erinnern. Doch als die Sirenen erklangen und Haven wieder zu sich kam, hätte Fantasie-Alex nicht das tun können, was ich tat. Ethan brauchte nicht sie, sondern mich. Fühlte sich gut an. Monster oder Mensch, das ist dem Wald aufgefallen. Himmelsschwert der Macht? Furchtbare Kreaturen wandeln umher, genau die Helden, die ich brauche. Für dich entreißen wir den Krallen die Juwelen. Oder wir tragen Masken und streifen durch die Straßen. Sind wir Monster? Sind wir Sterbliche? Was immer wir sein müssen. Okay. Und Charlottes Wut. Manchmal flackert Wut wie ein alter Film, der im Projektor feststeckt. Sie zerfrisst dich von innen, lässt alles andere wegschmelzen, bis du nur noch eine brüchige Hülle und eine kochende Masse aus Vorwürfen und Schuld bist. Erschaffe etwas Kunst. Das soll helfen, richtig? Aber das tut es nicht. Es füllt deinen Laden nur mit Andenken daran, was für eine schreckliche Person du bist.
Ich wusste nicht, dass ich es kann. Es war, als bemerkte ich plötzlich einen weiteren Arm, der unsichtbar war, bis ich daran dachte, ihn zu benutzen. Ich konnte Charlottes Wut greifen, sie runterstellen, abstellen. Was mir beigebracht, wieder jemand zu brauchen. Ich kann dich nicht ansehen. Sollst uns beschützen, so ein verfluchtes Monster. Das sind dann immer so, ja, so Randnotizen, ne? Wie sie sich so macht. Gott, es schmerzt so sehr. Für einen Moment wollte ich die ganze Welt niederbrennen, mich auf die Straße setzen und mich Schicht für Schicht von den Flammen verzehren lassen. Stattdessen schluckte ich es runter. Das musste ich. Charlotte, plötzlich ging es ihr gut. Oder vielleicht nicht gut, aber sie war sicher erstmal. Ich sage mir, dass es das Richtige war, die einzige Option. Doch dann erinnere ich mich an ihre Augen, wie sie mich ansah, ohne mich wirklich zu sehen. Ich meißle dich aus dem Stein und lernte, jemanden zu brauchen. Öffne deinen Sarg, sag mir, was du davon hältst, von dem Monster, das ich wurde. Tja. SMS lese ich mal noch, Maiblock machen wir dann später. Wo waren wir denn? Weißt du das? Ah, hier, Fluchtfahrer, klar, Steph, dein Führerschein ist abgelaufen. Woher weißt du das? Weil er ein großer Loser ist. Ein Loser mit einem gültigen Führerschein. Ihr zwei macht mich fertig. Grünes Licht für den Plan. Ablenkung, Ablenkung. Ich habe es herausgefunden. Es gab eine zweite Explosion in der Unfallnacht, in der alten Titan-Mine. Sie versuchen, etwas zu verheimlichen. Heilige Scheiße. Steph und ich wollen alles hören. Wir sind bei der Bühne. Komm vorbei, wenn du soweit bist. Okay. Und dann haben wir noch von Ethan zwei Nachrichten. Hey Alex, Ethan hier. Es tut mir wirklich leid, das Lab war klasse. Echt, du bist krass. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hatte so viel Spaß mit dir. Viel Spaß mit deinem Vater und pass auf dich auf. Viel Spaß auf dem Frühlingsfest. Ich wünschte, ich könnte dort sein. Aber wenigstens komme ich zum Zeichnen des nächsten Thanor-Comics. Super, was passiert in dieser Ausgabe? Keine Spoiler. Aber Thanor findet ein Tor in der Unterwelt und kämpft gegen den König der Dämonen. Oh Mann, das wirkt wie ein recht großer Spoiler. Das ist die erste Seite, lol. Okay. Ja, MyBlock ist ganz schön viel, das machen wir dann mal ein anderes Mal. So, und jetzt nehmen wir mal den USB-Stick. Und gehen. Okay, Zeit nach unten zu gehen. Naja, vielleicht hat die das ja auch alles auf ihrem Laptop abgespeichert. Maybe? Hab ich noch was übersehen? Ich hoffe nicht. Na gut. Warum läuft die manchmal einfach wieder langsam, obwohl ich gar nicht gedrückt habe? Komisch. Komisch? So. Test, Test. 1, 2. Nicht dein Ernst. Du hast einen Rock an? Hey, Leute. Fröhliches erstes Frühlingsfest. Danke. Ja, da wird's gleich ganz hippelig. Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen. Was in der Wohnung passiert ist, hat mich echt fertig gemacht. Es hat sie fertig gemacht, Gabe zu hören oder Charlotte zu helfen? Wie ist das gemeint? Ich verstehe das gerade nicht. Also ich tendiere ja zu Kreis. Wackelt das Bild bei euch auch so komisch? Jetzt, lol. Würde ich auch nehmen. Jupp. Ja, ich glaube, das ist einfach die Kameraeinstellung. Ich drück mal hier schnell weiter. In den letzten Wochen dachte ich, ich hätte meine Emotionen wieder im Griff. Aber als das mit Charlotte passiert ist, es ist immer das Gleiche. Ich verliere die Kontrolle und verletze die Menschen, die mir etwas bedeuten. Es tut mir leid. Ach, Scheiß drauf. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ich. Ach Quatsch.
seit wir uns kennen, bist du für mich da. Dann brauchst du mal Hilfe und ich verkack's. Nicht cool. Tut mir echt leid. Ich schätze, es tut uns beiden leid oder ich schulde dir eine Trophäe. Nein, ich sage das. Es tut uns beiden leid. Ist dann alles wieder ausgeglichen? Ich denke schon. Alles wieder gut. Ich spiele ungern den Spielverderber, aber Typhon sprengt seine eigene Mine? Warum? Weiß ich noch nicht. Aber wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um sie für Gabes Tod dran zu kriegen. Na, hoffentlich klappt das auch. Ich habe Pike erreicht. Er wird bald hier sein. Wenn er sieht, was auf dem Stick ist, heißt es Game Over für Typhon. Ein guter Grund zu feiern. Ich denke, wir haben uns heute Abend ein wenig Spaß verdient. Die Band legt gleich los. Geh am besten ganz nach vorn. Ja genau, und dann hüpft sie da rum und dann verliert sie den Stick. Braucht die Hilfe beim Aufbauen? Wer spielt? Was wollen wir machen? Aufbauen helfen? Warum eigentlich nicht, oder? Oder fragen, wer spielt? Ach komm, wir sind mal nett. Oh, krass. Braucht ihr Hilfe beim Aufbauen? Ach, nein. Alles gut. Sind fast durch. Ich muss kurz zurück zum Wohnwagen. Also versuch dich ganz normal zu verhalten. Ich kann nichts versprechen. Meld dich, wenn's bereit ist. Wenn ich eine Rose vergeben würde, wären Steph und Ryan ganz oben auf meiner Liste. Das sind die besten Freunde. Egal. Erst kommen, wenn jetzt alles aufgebaut ist und dann fragen, ob sie helfen können. Ja, genau. Ah, guck mal, der Jet hat eine Erinnerung oder irgendwas. Das ist letztes Jahr passiert, ja. Es war ein harter Monat. Aber das hier macht alles wieder wett. Jet liebt diese Stadt so sehr. Es ist inspirierend. Aha. Das war so gegen 10 oder 11 Uhr abends. Ich guck mir das gleich. Ich rede gleich mit den Leuten. Ich will erstmal nur hier die ganzen 233? Sachen. 234. Nein. Ach, die rote Dieses war Spiel 234. macht einen echt fertig. Moment. Warum tue ich mir das an? Vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Eins. Okay, zwei, wir müssen also drei. Die Bohnen irgendwie wahrscheinlich zählen oder rausfinden, wie viele da drin sind. Huch. Wie weiß das? Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Ernsthaft? Komm schon, Jellybeans Lady. Das ist voll daneben. Los, sag, wie viel es sind. Die sagt es nicht. Schade. Ich glaube nicht, dass das Teil unsere Ausweise überprüft. Kein Wort zu Pike. Vielleicht gebe ich Steph oder Ryan eine Rose. Ich weiß, wem ich die Rose gebe. Und ich weiß, wer nicht damit einverstanden sein wird. Take one for someone special. Machen wir das jetzt? Wir nehmen mal die Rose. Vielleicht können wir die dann nachher verteilen. So, jetzt haben wir eine Rose. Gut, ich gehe noch mal ein bisschen rum und gucke, ob hier noch... Ich rede dann auch gleich noch mit den Na Leuten. Jedenfalls kommt er aus dem Diner gerast und haut auf den... Homophobie, Lilly. Wow. Hey! Dieses Modell ist wunderschön. Dann sehe ich, wie er wie aufgescheucht zum Dock rennt und bin gleich hinterher, weil ich genau weiß... So, was haben wir hier noch? Ein Schlagzeug? Ah! Neue Erinnerung freigeschaltet. Hey, danke. Mann. Das Konzert ist krass. Ja, das ist schon was. Ich bin jedenfalls Izzy. Das ist Steph. Wir sind Drugstore Makeup aus Seattle. Wir haben, Merch. Wir haben Merch. Ohne Hüpfeburg. Ich kann zu zählen. Ich sterbe hier. Okay. Apfeltauchen. Ich will auch Apfeltauchen. Das ist eine ganz bestimmte Art Mensch. Und die bin ich nicht. Doch, die bist du. Los, komm. Rein mit dem Kopf. Nein? Ah. Da ist Steph. Das unsinnigste Wodka-Lied, das ist voll eklig, ja, weil jeder seinen Sabber in das Wasser spuckt.
Tut mir leid. Oppi, Entschuldigung. Also, wo steigt es die Aftershow-Party? Art, alles auf diesem Tisch Aftershow-Party? Oder doch? Also wirklich, ein junger Mann wie du, du musst doch wissen, wo es abgeht. Ich hoffe nur, dass es Riley gut geht. Ich denke, dass ich bald schlafen gehe. Was ist mit Riley passiert? Meine Güte, was ist nur aus dieser Stadt geworden? Es ist erst ein richtiges Frühlingsfest, okay, wenn alle Riley entweder ist weg, oder was? Geschlafen haben oder im Bett von jemand anderem. Oh, Mr. Lantern. Gefällt mir gut, was Sie mit der Bar angestellt haben. Okay. Jugend? Ich warte, rede vom Lenten. Noch Sachen? Das ist so betont, cool, dass das Radio live aus dem Park berichtet. Kann. Voll. Also springe man fühlt ich. Sich echt wie auf einem Mini-Coachella. Einfach ziemlich funny. Das ist die beste Zeit des Jahres. Diese Freude ist echt ansteckend. Sich, dass du fragst. Besonders für mich. Erinnerst du dich an diesen Song? Okay. Allerbester Daydreams? Ist hier noch was? Ja, da sind auch noch Leute. Okay, also, es geht um ein junges Bauernmädchen im magischen Land der Elfen. Sie sucht nach ihrer Schwester, die vor Jahren von der berüchtigten Hexergilde entführt wurde. Und weiter? Hallo? Warum? Und unterwegs trifft sie ein paar Söldner. Danke, Steph. Aber es sind keine gewöhnlichen Söldner. Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß daran. Und Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert hat. Sie ist inzwischen die hohe Hexerin der Gilde. Und sie bedroht das ganze Königreich mit ihrer Kraft. Na dann viel Glück, Schild. Kein Alkohol über diesen Punkt hinaus. Okay. Ich darf hier wahrscheinlich nicht weggehen, oder? Die Rose kann kurz warten. Aber ich sollte sie vergeben, bevor die Musik beginnt. Wo kann ich denn hier überall hinlaufen? Mit wem kann ich hier überall sprechen? Hier ist noch ein leeres Fass. Mann. Haven geht bei dieser Party ja richtig ab, hä? Boah, hier kann man, glaube ich, echt viel verpassen in dem Bereich. Da muss ich gut gucken, dass ich auch wirklich alles finde. Da ist noch was? Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Was kann da schon schief gehen? Aber echt, ey. So, halt, stopp, hier ist noch was. Ah, seht ihr mal. Hey, hallo alle zusammen. Kann ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Jet, was machst du denn? Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um euch hier vor Gott und den Augen aller zu sagen, dass Annette Theresa Foster die schönste Frau der Welt ist. No. Es heißt, beim Frühlingsfest geht es darum, seine Gefühle kundzutun. Und Anne, ich denke, dass ich sterben würde, wenn ich dich nicht zu meiner Frau mache. Oh, ist das süß. Du musst... Wer hätte gedacht, dass der junge Jet so einen Hang zum Dramatischen hatte? Nein! Soll ich nochmal machen? Jetzt habe ich das aus Versehen unterbrochen. Ich wollte gar nicht drücken. Manchmal ist mein Finger schneller als ich. Ich kann es aber nochmal anmachen, wenn ihr wollt. Oh, tut mir leid. Die Diane hat uns geschrieben. Heuchlerisches Miststück. Hi Alex, ich wollte dir ein frohes Frühlingsfest wünschen. Leider muss ich dieses Jahr arbeiten, aber ich schätze unsere Unterhaltung von vorhin wirklich. Es war toll, dich näher kennenzulernen. Danke, Diane, gleichfalls. Schon okay, genug Schnulz. Ja, tut mir leid, manchmal. Alex, das vorhin tut mir so leid. Ich weiß deine Hilfe wahrlich zu schätzen. Es hat mich einfach sehr getroffen. Keine Entschuldigung nötig, es hat uns alle schwer getroffen. Gesellst du dich heute Abend zu uns, meine Liebe? Ja, dieser einen Party kann ich die Stirn bieten. Ha! Wir machen es so schmerzlos wie möglich. Okay. Ja, die Anne hätte halt noch was gesagt, aber naja, gut. So, die Rose vergebe ich jetzt mal noch nicht. Oh, ich will schaukeln. Hier sitzen noch Leute. Ach, die zwei schon wieder. Manchmal... Hallo? Jetzt. Hätte ich kein Parfüm benutzen sollen? Trägt es zu dick auf? Vielleicht war es auch nicht genug. Oder vielleicht ist es das komplette Fehlen einer Unterhaltung. Jetzt haben die endlich ein Date und dann reden die nicht. Oh, die zwei, ne? Mist. Hätte ich ihn umarmen sollen? Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Die zwei sind so sie gut. Sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Das zieht sich durch wie so ein Running Gag einfach hier mit den beiden. Oh, die sind so niedlich. Die zwei. Ach Gott. Gut, hier haben wir's. Ich habe ein wenig Zeit. Ich laufe mal ein bisschen rum und quatsche mit den anderen.
Ja. So, ich frage mich nur, wie weit kann ich denn ins Dorf runter? Das ist die Frage. Hier ist noch ein Graffiti. Oh. Wie süß. Aber ich fasse die Bank lieber nicht an. Nur zur Sicherheit. Sind das die zwei, die da jetzt saßen? Lauren und Shane? Ich weiß es nicht. So, die Rose kann kurz warten. Aber ich sollte sie vergeben, bevor die Musik beginnt. Da sind noch Leute. So ein Tython-Flugblatt. Worüber freust du dich? Ich hab... Nachbarn? Nicht euer Ernst. Fröhliches Frühlingsfest. Ihre Nachbarn der Tython-Minengesellschaft sind stolz, das Frühlingsfest 2019 zu sponsern. Dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem... Naja, wir gehen da gleich hin. Kann ich mir jetzt hier das ganze Dorf nochmal angucken oder wie oder was? Gott, ich hoffe nur, dass das nicht so ist, dass sie jetzt gleich irgendwo sagt, nö. Ich kann sogar hier noch wieder reingehen. Oh Gott! Was mache ich denn? Was ist, wenn da jetzt noch irgendwelche Erinnerungen sind? Ich gehe kurz rein, oder? Oh, da wollte der Pike uns im Pub treffen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Scheiße! Bitte nicht. Nee, ich glaube, der... Nee, okay. Das wäre es jetzt gewesen. Eieiei. Obligatorischer freier Abend? Nehme ich. Achtung, die Black Lantern wird am Samstag, den 25. Mai ab 15 Uhr für das jährliche Frühlingsfest geschlossen sein. Wir öffnen wieder am Montag, den 27. Mai. Danke für Ihr Verständnis. Boah, ich habe voll Angst, dass ich Dinge verpasse. Halt. Das ist nur die Jukebox. Jets Krone. Es hat Spaß gemacht, Jet als Bösewicht zu sehen. Ein guter Verlierer. Okay. Boah, hier können ja überall Erinnerungen sein. Jet hat ihm sein. Für seine Stammgäste gekauft. Und sich selbst, denke ich mal. Was? Cooper M. McCorn? Wie heißt das? McCorny? Ich kann das Wort nicht lesen. McCorn... Nein, keine Ahnung. Reserve. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. McCornahy. Okay. Connahy oder Cornahy? Connahy. Okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Stand jetzt im Chat. Danke dafür. Wie Matthew. Aha. Gut gespielt, Küchenpersonal. Tageskarte. Simpler Hamburger. Seid nachsichtig. Heute ist das Frühlingsfest. Okay. Immer noch die Kaffeemaschine. Die Chancen stehen gut, dass ich mir später eine Tasse gönne. Mhm. Sonst ist hier aber nichts. Wie steht es mit akuter emotionaler Kleptomanie? Was Dr. Lathrops Tonicum, exzellente Behandlung von Schlangenbissen, Zecken und Flöhen, Wunden, Gemütskrankheiten, Bläschen, Senilität und Ablutophobie. Matthew McConaughey ist doch ein Schauspieler. Matthew McConaughey, heißt der so? Matthew McConaughey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hoffe, hier drin liegt nicht irgendwo ein Doder. Da liegt noch was? Dreckiges Geschirr. Nicht heute Abend. Ach komm schon, Alex. Bisschen aufräumen und sauber machen? Nee. Nach oben kann ich wahrscheinlich nicht. Eleanor ist wie ein Mafia-Boss. Aber statt krumme Dinger zu drehen, verbreitet sie Blumen. Tschüss. So, aha. Komm schon, Junge, bring's hinter dich. Ich will bloß nicht kotzen. Du wirst dich danach viel besser fühlen. Ich sterbe, Ed. Nicht heute Nacht, Geburtstagskind. Obwohl du es dir morgen früh bestimmt wünschen wirst. Hat er seinen eigenen Sohn abgefüllt? Was zur Hölle? Der Jet ist aber auch ein harter Kerl, ne? Ich trinke nie wieder. Oh, es ist eklig. Schön. Yeah.
Ach, Ducky! Mit dir reden wir auch gleich noch. Moment. Da ist nur der Spielautomat. Sonst ist hier nichts mehr. Warum sitzt der denn hier so ganz allein? Es ist nicht dasselbe ohne dich, Tabitha. Oh. War es nie. Wird es nie sein. Er vermisst seine Frau. Klingt, als hätte Ducky wohl eine Geschichte auf Lager. Oder seine Freundin oder was auch immer. Reden wir mal mit ihm. Oder gucken wir ihn uns erstmal an. Ich frag mich, wer diese Tabitha ist. Hey, Ducky. Wer ist Tabitha? Oh. Willst du mir von ihr erzählen? Weißt du, Alex, über dieses spezielle Thema möchte ich wirklich nicht reden. Oh. Da haben wir wohl einen wunden Punkt getroffen. Es muss noch etwas geben, das ich für Ducky tun kann. Na? Hallo? Hallo? Also, manchmal, hallo? Kann ich? Ah, jetzt. Ah. Okay. Okay. Sag mir, was ich wissen muss, um ihm zu helfen. Weißt du, den habe ich selbst geschnitzt. Ich bin Reginald McAllister III. Meine Freunde nennen mich Ducky. Tabitha Baker. Nenn mich Tabs. Tabs. Okay. Verstehe. Da ist noch was. Hier hinten nicht. Warte. Noch nicht trinken. Schau erst ins Glas. Was? Wieso denn? Oh, Ducky, der ist wunderschön. Oh. Tabitha Baker, willst du mich heiraten? Oh, so viel Liebe heute in der Luft, liebe Leute. So viel Liebe heute in der Luft. Alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre. Und weitere 30 Feste. Falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Ich kenne dieses Lied. Armer Ducky. Vielleicht gibt es was, das ich tun kann. Aber warum sagt sie denn nicht, wie das Lied heißt? Sagt sie nicht, ne? Alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre. Aber ist es dieses Ichthyosis irgendwas? Und weitere 30 Feste. Falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Da sind jetzt... da sind ja jetzt zwei Lieder drin, ne? Dieses... So, ich glaube, sonst gibt's keine Erinnerungen. Nee. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Es muss doch einen Weg geben, Ducky da rauszuholen. Also. Es ist eine schwierige Nacht für dich, nicht wahr? Das Frühlingsfest. Das stimmt. Hast du den Holzbären wirklich selbst geschnitzt? Renner? Das habe ich. Das war vor langer Zeit. Das Frühlingsfest war sehr wichtig für euch beide, oder? Allerdings. Wir haben auf dem Fest geheiratet.
Wir beide haben es so geliebt. Gib mir einen Moment. Oh, hätte ich doch erst Tabitha fragen sollen. Ah, sie weiß von alleine, welches Lied. Ich muss es nicht aussuchen. Gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste jetzt rausfinden, welcher Song das war. Ich habe ihn kaum gehört. Woher wusstest du? Das ist euer Lied. Tanzen wir. Oh, der Ducky. AKA Beaver. Das ist so lieb von ihr. Jetzt wird's aber anzüglich. Ach Quatsch. Ist wie mit seinem Großvater zu tanzen. Oder mit dem Vater auf der eigenen Hochzeit oder so. Das ist schon okay. Guck mal, die sind ja nicht mal eng an eng. Markus! Das lese ich jetzt nicht vor. Ferkel! Also. Dem Ducky sowas zu unterstellen. Oh je. Muss ich das unterbrechen oder wie ist das? Ah ja. Weißt du, was mich gerade am meisten an sie erinnert? Es ist weder der Song noch das Frühlingsfest, sondern dass du dir die Zeit nimmst, dich um einen traurigen alten Mann zu kümmern. Und das nur, um die Welt ein wenig erträglicher zu machen. So wie Tabs. Danke, Alex. Ich denke, ich bin jetzt eher dazu geneigt, mit den anderen zu feiern. Oh, schön. Gern geschehen. Genießt das Frühlingsfest. Na, seht ihr, einem alten Mann geholfen. Ist doch schön. So, ich denke aber, dann haben wir hier drin auch alles erledigt. Aber das mal da oben, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Hey, du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Und da ist auch noch was ich mir noch nicht angeguckt habe. Go, Marmots. Go, Murmeltiere, Marmots. Oder? Weiß nicht, heißt das Murmeltiere? So. Ja, hier drin war ja eigentlich nur der Ducky. Alles klar, ich glaube, da können wir wieder rausgehen. Aber gut, dass wir hier auf jeden Fall reingegangen sind, denn ein oder zwei Erinnerungen haben wir hier, glaube ich, gefunden, ne? Das hatte ich auch alles angeguckt, ja. Gut, dann wieder raus. Dann gucke ich mal, wie weit ich in die Stadt reinlaufen darf. Ich denke aber nicht so weit. Ich hoffe einfach, dass sie dann irgendwann wieder sagt, nee, nee, wir gehen jetzt mal zum Fest zurück. So. Das gibt bestimmt auch einen Erfolg, dass wir den Ducky da jetzt wieder glücklich gemacht haben. Okay. Egal. Jetzt will ich erstmal das Festival genießen. Ja, machen wir gleich. Nur gucken. Ja, hier komme ich nicht lang. Kann ich echt hier die ganze Straße runterlaufen? Scheiße, ist das euer... Ist doch nicht ernst gemeint. Ich verpasse doch hier bestimmt die Hälfte. Heute Abend sind richtig viele Leute auf der Hauptstraße. Ja, das finde ich nicht gut. Ich laufe jetzt hier einmal lang und hoffe, dass hier nicht irgendwo was ist. Halt, stopp, da haben wir was gesehen. Sogar Steffs Schilder sind krass. Geschlossen. Falls ihr Musik braucht, seht mir heute Abend auf dem Fest zu. Steff, okay. Ja, sowas, das will ich natürlich nicht verpassen. Ich hoffe mal, hier hinten sagt sie dann jetzt aber nein, 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 nein. Okay, da komme ich nicht weiter. Da sind noch Leute. Hab eine Überraschung für dich.
Ist das eine gute oder eine ich schlechte? Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so anmachen würde, wenn er mein Lieblingsspiel spielt. Aber man lernt nie aus. Ich bin schon für weniger dahingeschmolzen. Der Krankenschwester, die ist so süß. Ich will ganz ehrlich sein. Das Spiel ist super. Die unterhalten sich über irgendein Spiel. Ich liebe dich. So. Warte. Ist da jemand hinter der Brücke der Blumen? Das ist etwas spät für eine Busfahrt. Will ich da hingehen? Wartet mal. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ach, Manu. Das könnte halt Riley zum Beispiel sein, ne? Die ja irgendwie... Was haben wir denn hier? Check ich nicht. Hotdog-Man-Sticker. Mann, hier ist überall so viel Zeug. Oh, nee. Ich habe noch nie ein Frühlingsfest verpasst. Noch nie. Oh, Schatz. Die ersten Stunden bist du doch noch da. Und das war ganz sicher nicht das letzte Frühlingsfest. Okay, vielleicht ist das wirklich weißt die Weißt du was, Oma? Ich warte einfach an der Haltestelle und vermeide die Parade der Verabschiedungen. Dann ist das tatsächlich... Ich sag keinem was. Okay, wartet mal. Ich will mal ganz kurz reingucken, wie viele Erinnerungen wir jetzt schon haben, weil ich möchte ja echt ungern was verpassen. So, wartet mal. Wir haben jetzt in Kapitel 4 gefunden. Die Rose, den Sticker, das Schlagzeug... Noch was? Das Mikrofon. Das sind 1, 2, 3, 4 Sachen. Und das Polaroid, oder? Das war doch auch hier. Das heißt, wir haben doch jetzt hier schon alle 5 Sachen gefunden, ne? Mikrofon. Ich glaube, wir haben alle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 gibt es immer. Rose, Schlagzeug, Mikrofon, Polaroid war auch noch hier in dem. Und der Sticker. Ja, müssten alle sein. Es gibt ja immer 5. Okay, dann sind wir mit den Erinnerungen auf jeden Fall schon mal confirm. Und das Elternteil-Ding von Ben. Das Elternteil-Ding? Ben? Meinst du Jet? Stolzer Elternteil. Na, war das nicht das Polaroid? Ah. Okay. Ja, ich denke, wir haben alle auf jeden Fall. So, das müsste dann da hinten die Riley sein. Darf ich da jetzt einfach hingehen? Also unsere Aufgabe ist ja, erkunde das Frühlingsfest und dann eine Rose geben. Solange wir das nicht gemacht haben, geht es hier wohl auch nicht weiter. Der Aufkleber. Ach so. Ja. Genau, ja, das wird Riley sein. Dann reden wir mit der auch nochmal. Es ist soweit. Ich warte an der Bushaltestelle. Jetzt beginnt ein völlig neues Leben für mich. Das Gefühl kenne ich. Okay. Und dann? Da ist sie. Sieht voll bepackt und bereit aus. Hey, Riley. Oh. Hi, Alex. Was machst du hier? Ich gehe nur spazieren. Und du? Mein Bus kommt heute Abend und ich konnte es nicht ertragen, mich von allen zu verabschieden. Verstehe ich. Ich werde diese Stadt vermissen. Und am meisten meine Oma, natürlich. Ich hoffe, Oma kommt zurecht. Sie ist gesund, aber manchmal frage ich mich, ob sie wirklich alleine sein sollte. Eleanor verheimlicht ihren Zustand. Aber Riley würde es bestimmt wissen wollen. Was soll ich tun? Och nee, ich will das nicht entscheiden. Wenn ich dir das jetzt sage, dann geht die doch nicht weg. Mit so einem riesigen Koffer ein neues Leben beginnen, ja. Aber sie hat das so verdient. Mann. Wir haben es der Eleanor eigentlich versprochen, dass wir es nicht sagen, ne? Oh, schwierig. Was würdet ihr machen?
Ich glaube, ich sag's ihr nicht. Ich glaube, es ist gut für sie, wenn sie weggeht von hier. Versprechen halten, ja, sagt die Froni. Da bin ich eigentlich auch dafür. Ja, und wir haben ihr versprochen, wir sagen es der Riley nicht. Also machen wir das auch nicht. Eleanors Geheimnis bewahren. Eleanor ist wirklich stolz auf dich. Alles, was sie will, ist, dass du deine Träume lebst. Hast recht. Natürlich. Viel Erfolg mit allem. Wir feuern dich an. Und ich meine, wir sind ja auch noch da. Wir sind ja auch noch da und wir können uns ein bisschen um die Eleanor mitkümmern. Was? Moment. Ryan, alles bereit? Kommst du zur Bühne? Unterwegs. Ja. Danke, Alex. Hab ganz viel Spaß auf dem Fest. Wir gehen gleich zur Bühne. Jetzt hoffe ich, ich kann mit den Leuten da noch reden und mich den Rest der Stadt noch umsehen. Ich möchte ja trotzdem nichts verpassen, auch wenn wir jetzt alle Erinnerungen schon gefunden haben. Aber wisst ihr, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt hier nicht rumgelaufen wäre, ich hätte dann bestimmt so 3-4 Erinnerungen einfach verpasst. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. So, hier steht noch was dran. Jemand Besonderen, ha? Zeit für die Übergabe. Leaves Blumen. Wir haben heute zur Feier des jährlichen Frühlingsfests früher geschlossen. Bitte kommen Sie an unserem Wagen auf dem Festplatz vorbei und holen Sie sich eine Rose für jemand Besonderen. Alles Liebe, Eleanor. Ja, haben wir schon abgeholt. Geben wir auch gleich noch weg. Hier in der Mitte sind keine Leute, oder? Nee. Das Lab hat echt Spaß gemacht. Ja, total. Gott, ich mag sie einfach so sehr. Ach nee, was soll ich nur tun? Sorry, Mann. Verbotene Liebe ist hart. Oder? Verdammt, ich stehe einfach total auf diesen Deppen. Was soll ich nur tun? Moment, die stehen beide aufeinander? Kommt schon, Leute. Wenn ich mich nicht umgesehen hätte, hätte ich Sachen verpasst. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Welche Schlussfolgerung? Ja! Nein, ich hätte halt Erinnerungen verpasst. Also einfach nur Sachen zu verpassen, wäre mir egal gewesen. Also das sind die zwei, die irgendwie nicht miteinander, ne? Dann sind das doch nicht die da hinten auf der Bank gewesen. Zeit, sich einzumischen. Zum Wohl der Allgemeinheit natürlich. Aber ich finde es krass halt, dass diese wichtigen Erinnerungen so in der ganzen Stadt verteilt sind. Das ist halt so, weiß nicht. Manch anderer wäre wahrscheinlich nicht nochmal durch die ganze Stadt gelaufen. Hey, Macht einfach endlich rum. Nee, ein niedliches Paar. Ich wollte bloß sagen, ihr zwei seid ein echt niedliches Paar. Ja? Danke, das. Alex. Das ist nett von dir. Könntest du dir das vorstellen? Wir als Paar? Ja. Gefällt mir irgendwie. Oh, Wahnsinn. Okay. Also, heißt das, du willst... mit dir ausgehen? Ja. Oh, na endlich. Also nur wir zwei? Och, Leute. Ja. Ein richtiges Date. Ohne andere und ohne Töpferkurs. Die zwei. Okay. Cool, großartig. Wow. Haben sie es dann doch endlich hingekriegt? Na, Halleluja. Seit ich sie vorhin allein gelassen habe, habe ich nicht mehr mit Charlotte gesprochen. Hoffentlich geht's ihr gut. Der silberne Drache, während des Frühlingsfests geschlossen. Normale Geschäftszeiten werden Montag wieder aufgenommen. Der schießt doch schon, bevor sie in die Ohren. Hallo? Die wollen doch nur miteinander ausgehen. Ganz harmlos erstmal. Ah. So, gut. Ich laufe jetzt den Rest der Straße noch zurück und dann beenden wir die Folge erstmal. Und dann reden wir dann in der nächsten Folge mal mit den ganzen Leuten. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch machen. Morgen, große Eröffnung. Ah, da hinten steht ja auch noch einer. Warte mal. Suppe und Salat gratis. Ach, der hat sich doch den Laden angeguckt. Bei der großen Eröffnung darf nichts schiefgehen. Hey, und schaut euch um. Die Leute werden nicht ewig nachsichtig sein. Der brüllt hier rum, hier ist gar keiner. Hi. Ich bin froh, dass jemand den Diner wieder eröffnet. Aber wir haben doch schon einen Pub, da gibt's auch was zu essen. Ich nehme meinen Coupon. Es gibt keine Coupons. Sag mir einfach deinen Namen, ich erinnere mich schon. Okay. Wow, Alex ist der freundlich. Chen. Alex Chen.
Haben wir uns heute nicht schon unterhalten? Nö. Mann, ich bin so dumm. Druck Coupons aus, hat sie gesagt. Ich merke mir das schon, hab ich gesagt. Totale Selbstüberschätzung. Naja, du könntest ja was auf mein Blog posten. Für einen Kommentar gibt's einen Rabatt. Oh, gute Idee, Kleine. Hey, nimm mich nicht Kleine. Okay, wir haben ihm also hoffentlich geholfen. Wartet mal, hier drüben steht auch noch jemand. Den quatsche ich jetzt auch noch kurz an, wenn ich kann. Hier ist noch ein Auto. Schade, dass ich mit meinen Emotionen keine Türen aufschließen kann. Eins, zwei, drei. Und der schon wieder. Ich kontrolliere mich. Der schon eins, wieder. Zwei. Scheiße, ich kontrolliere einen Scheiß. Sorry, Alter. Wir alle mussten da schon durch. Erinnert ihr euch noch an den mit dem Buch, der da irgendwo auf der Bank saß? Wow, Alter. Ausgeschlossener. Och. Eins, zwei, ich kontrolliere mich. Okay, Leute, wir gehen dann beim nächsten Mal wieder aufs Frühlingsfest. Ihr kontrolliert euch hoffentlich bis dahin. Ja, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Life is Strange True Colors. Der hat mich jetzt so voll rausgebracht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, okay. Und tschüss. Ryan wartet wirklich auf mich.